Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ungarn stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab. Zur Stunde läuft die erste Parlamentssitzung nach der Winterpause. Bereits vor der Abstimmung hat Ministerpräsident Orbán seine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens angekündigt. Ungarn ist das letzte NATO-Mitglied, das dem Beitritt Schwedens noch nicht zugestimmt hat. Bauern protestieren in Brüssel. Dort treffen sich heute die EU-Agrarminister. Die Landwirte blockieren mit Traktoren Straßen im Regierungsviertel und zünden immer wieder Barrikaden an. Sie fordern unter anderem den Abbau von Bürokratie und geringere Umweltauflagen. Die Polizei sprach insgesamt von etwa 900 Traktoren. Warnstreikwoche im Nahverkehr begonnen. Unter anderem im Saarland fallen heute zahlreiche Busverbindungen aus. Noch bis Ende der Woche sind in weiteren Bundesländern Arbeitsniederlegungen geplant. Ausgenommen ist lediglich Bayern. Verdi fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Bundesregierung will unterirdische Speicherung von CO2-Emissionen aus der Industrie erlauben. Wirtschaftsminister Habeck hat dazu eine Strategie vorgestellt. Damit soll die Abscheidung, der Transport und die Speicherung unter der Erde möglich werden. Allerdings nur auf dem Meeresgrund. An Land soll die Verpressung des klimaschädlichen Gases weiter verboten bleiben. Kulturstaatsministerin Roth will israelkritische Äußerungen auf der Berlinale untersuchen lassen. Gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister und dem Berliner Senat werde man die Vorkommnisse bei der Bärenverleihung aufarbeiten, sagte die grünen Politikerin. Bei der Gala am Samstagabend war Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert worden. Das Wetter morgen in der Nordwesthälfte nach Auflösung regionaler Nebelfelder. Ein Wechsel aus Sonne und Wolken, sonst überwiegend stark bewölkt und stellenweise etwas Regen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad.